Hey Leute, willkommen zurück zu Guild Wars 2. Da sind wir wieder. Und ich will gleich nochmal einen Punkt ansprechen, der mir überhaupt nicht peinlich ist. Genau das hier. Ja, das Fragezeichen. Das Ganze ist als Frage formuliert. Okay, gut, ne? Wer schon öfter bei mir Videos gesehen hat, wird wissen, dass ich teilweise wirklich so einen blinden Fleck habe bei manchen Sachen. Der Erlös aus dem Wiederaufbau floss direkt in seine Tasche. Aber das wissen wir ja alle. Komisch ist nur, dass Schlitzklinge immer zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Hä? Ja, schon gehört, dass man zwei Schlitzklinges gesichtet hat? Es stimmt. Aber wie? Ein Doppelgänger? Ist Schlitzklinge ein Mesmer? Der zweite Schlitzklinge ist Evans Zwillingsbruder Torven. Sie können sich telepathisch verständigen. Ihnen gehört die Stadt. Zwei Schlitzklinge, es hält niemand auf. Manischer Miller, alles klar. Gut. Ja, aber passiert halt, ne? Passiert halt. Reden und spielen, das ist sowieso... Das habe ich auch nie behauptet, dass ich das könnte. Ich mache es aber trotzdem. Ah, gut, dann betreten wir jetzt mal die Instanz. Interessante Farbgebung. So, Dix ist also aus der Bücherei gestolpert und der Präzeptor aus dem Loch gekrochen. Ich merke schon, die Rationalität kommt eurem Unwissen nicht in die Quere, Almora. Vorhersehbar. Wen nennt ihr unwissend, zappeliger kleiner Bücherwurm? Wunderbar, das nenne ich einen Anfang. Der Orden der Gerüchte braucht Verbündete, keine Kinder. Genug gestritten, Leute. Unser wahrer Feind lauert jenseits der Wellen. Saitans Diener marschieren auf die Tore von Löwenstein zu. Wir müssen uns zusammentun, sonst vernichtet er uns alle. Als ich dem Orden beitrat, schwor ich, Saitan zu bekämpfen. Ich sterbe für Tyria, wenn es sein muss. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam siegen können. Die Wachsamen zeigten großen Mut im Kampf gegen die Drachen. Auch diese Allianz braucht Mut. Warum sollte man jetzt zaudern? Der Orden der Gerüchte hat den Aufstieg und Fall von Nationen gesehen. Auch dieser Bedrohung werden wir uns stellen. Und wer weiß mehr über die Drachen als die Abtei? Denkt nur daran, wie viel es zu lernen gibt. Wo sonst, wenn nicht in Or? Bei den Rädern und Federn der ewigen Alchemie, ihr habt Mut. Aber es stimmt. Wissen ist sinnlos, wenn man es nicht benutzt. Wir werden euch helfen. Der Orden der Gerüchte arbeitet seit Generationen daran, Nationen zusammenzubringen. So wie jetzt. Unsere Klingen sind euer. Die Wachsamen fürchten nichts. Nicht mal schlecht gelaunte, disziplinlose Großmäuler wie diese beiden. Wir machen mit, aber ich bestehe auf einer Hierarchie. Wer führt diese Kampagne an? Der Logik nach kann es kein Vertreter unserer drei Orden sein. Sonst stünde einer höher als die anderen. Eine knifflige Angelegenheit. Das habe ich schon bedacht. Traherne, ihr seid nie einem Orden beigetreten und werdet doch von allen respektiert. Ihr habt euer Leben lang Or studiert. Führt ihr uns? Ich wollte nie Soldat sein. Ich suchte nur nach der Wahrheit. Aber, ja, ich führe diesen Pakt vor die Tore Aras. Und gemeinsam werden wir Saitan vernichten. Erst die Klaueninsel. Schicken wir unsere trotzige Nachricht mitten ins Herz von Or. Tyria steht vereint. Mein Leben lang habe ich Or beobachtet, das Land studiert und Saitans Monster erforscht. Ich habe die Herausforderung meiner wilden Jagd gemieden, mich versteckt, weil ich meinte, nicht bereit zu sein. Ich glaubte nicht an die Reinigung Ors. Ich scheute das Scheitern. Doch, ihr habt recht. Es ist Zeit zu handeln. Wir reinigen diese Erde. Oder wir kehren sie zurück. Alles klar. So, wir sind jetzt hier erstmal soweit fertig. Wo geht's denn jetzt hin? Saitans Streitkräfte besiegen und die Klaueninsel zurückerobern.
Okay, können wir machen, auf jeden Fall. Wieso denn? Die Stadt ist doch schön. Was tuschelt ihr zwei denn da? Ich sage nur, mit unserem Geld könnte man Besseres aufbauen als ein schickes Hafenviertel. Nach allem, was Löwenstein überstanden hat, ist eine Renovierung genau das Richtige. Okay. Salzgischt, Sonnenschein durch säureschwangere Wolken. Ein glorreicher Tag für einen heroischen Sieg. Einverstanden, wo ist der Rest eurer Mannschaft? Auf Deck, der Bursche vom Orden der Gerüchte Dorn lässt sie einen Spezialisten bewachen. Ihr solltet besser mal hingehen. Gute Idee, dann machen wir das doch. Marshal Traherne, ich bin Efut, Verbindungsoffizier der Wachsamen. Die Löwengarde räumt einige Straßen, aber das innere Hoftor ist blockiert. Meine Abteiforscher haben einen biomantischen Belagerungskondensator hergeschafft. Unsere Mystiker arbeiten schon eine Weile daran. Er sollte nützlich sein. Von der Maschine habe ich gehört. Unsere Agenten haben eine Blaupause gestohlen. Die bizarre Telemetrie war uns zu hoch. Ist das ein funktionierender Prototyp? Natürlich. Nichts übertrifft die Intelligenz der Abtei. Leider ist es ein transportables Modell. Ihm fehlt also die Kraft, ein blockiertes Tor zu durchschlagen. Was wäre, wenn wir den Kondensator irgendwie verstärken würden? Schlau. Die Signaltürme nutzen magische Tafeln, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn wir die Richtung der Tafeln umkehren und die Verzauberung anpassen, könnten wir den Strahl verstärken. Das ist improvisiert, abgefahren und durchgedreht. Aber es könnte funktionieren. Aber zwischen uns und dem Signalturm sind viel zu viele Untote. Überlass das mir. Die Wachsamen mögen euren vivimatischen Keuchberechner nicht verstehen, aber vom Untoten töten wissen wir einiges. Dann haben wir einen Plan. Kommandeur Efut, Abmarsch. Eure Recken zeigen euch den Weg. Agent Sutt, schafft das Abteigerät hoch zum Signalturm und setzt es in Betrieb. Die Barrikade muss fallen. Ist es das, was ich denke? Wie haben sie die Winkel verdichtet? Oh, start es nicht an, stöpselt es ein. Ich bin unterwegs, Präzeptor. Dann holen wir uns mal die Clowninsel zurück. Moment, läufst du hinter mir her? Gut, dann laufe ich schon mal vor, so ein bisschen. Na komm her. Lust zu töten, statt fast bereit. Ich fange gerade erst an. Das war's. Hallo, wo bleibt er denn? Ich habe schon mal den Weg freigemacht. Nein, ich muss dann scheinbar doch mit ihm reden. Okay. Gut, aber ist ja jetzt auch kein Problem. Hallo? Perspektive und so. Ach, du läufst da lang. Okay. Lust zu töten steigt.
Gut, man kann nie genug Untote töten. Okay, und nun? Ah, die können wir auch noch kaputt machen. Warum nicht? Auch wenn wir hier nicht runter müssen. Na gut, das ist Zeitverschwendung. So. Dann hätten wir das schon mal. Hier ist die Steuerung. Ich muss sie umkehren, die Verstärkung nachjustieren und den Kondensator anschließen. Haltet sie mir vom Leib. Er braucht also Zeit. Gewinne Adrenalin! Bereit, loszugehen! Gut, das müsste doch langsam aber mal reichen. Noch mehr. Ein rekonstruierter Konfigurator, ahoi! So, dann haben wir mal den Weg frei gemacht. Sieht doch bis hierhin echt ganz gut aus. Das Tor ist offen. Heute werden wir zu legen. Sie wurden überrannt. Wir müssen sie befreien, wenn wir die Belagerungsmaschine einsetzen wollen. Gut gemacht. Wir haben die Docks gesichert. Was ist mit dem Innenhof, Marschall? Das große Drachending erwischt uns, sobald wir reinstürmen. Wir müssen die Zinnen zurückerobern und die Belagerungswaffen aufstellen. Dann haben wir beim Räumen des Innenhofs Deckung aus der Luft. Da kann ich helfen. Abtei-Alchemisten haben spezielle Munition zur Schwächung solcher Champions geschaffen. Wir können das Monster zu Boden zwingen. Sobald es runterkommt, machen wir es tot. Vertraut auf den Stahl der Wachsamen. Ja, tot machen! Jetzt geht der Kampf richtig los.
Da flog was. Ich werde die Sache von hier aus koordinieren. Geht mit Winnet und erobert die Belagerungspunkte zurück. Der Seuchenbringer muss vernichtet werden. Ja, das tut doch jetzt ein bisschen mehr weh. Dann können wir den hier auch noch eben wiederbeleben. Während wir uns da hochheilen. Ich lade die alchemistische Munition. Das nennt er also Munition laden. Okay. Gut, das dauert ja sowieso immer ein bisschen, bis wir den Punkt haben. Dann kann ich auch immer die hier wiederbeleben. Lass meinen Staub. Lust zu töten steigt. So, waren das jetzt alle? Eieiei, das tut echt weh. Ich fange gerade erst an. Hauptsache, wir pullen da nicht direkt da hinten noch mit. Verdammt, ich wollte mich wegrollen. Ich wollte mich wirklich wegrollen. Mann, das reicht aber gerade mal so mit dem Leben, mit den Lebenspunkten. Okay, der läuft wieder zurück. Ja, von mir aus. Hör mal auf, da hinten drauf rumzuballern. Dann kommen die gleich noch hier hin. Gepanzert.
geht der Kampf richtig los. Das war's schon. Lust zu töten steigt. So, wie viel sind denn das noch? Ich wundere mich gerade auch so ein bisschen, warum es ja die ganze Zeit keinen Fortschritt gibt irgendwie. Ich fühle mich stark. Ach so, okay. Ja, wir müssen halt den Punkt einfach einnehmen. Das zählt nicht so hoch, wie ich mir das erst dachte. Weil man hat ja auch noch andere Sachen, wo dann, wenn man Gegner erledigt, sich das dann auffüllt. Macht euch bereit, Leute. Wartet, bis der Drache kommt und greift dann gemeinsam an. Auf meinen Befehl. Wartet. Feuer! Gut, dann töten wir jetzt mal eben. Den Drachen. Ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe ja auch noch meinen Bogen hier. Ballern die jetzt drauf rum. Ja. Erstmal. Wow. Okay. Heilung! Heilung! Oder Raupe töten, Raupe töten. Das wird nicht reichen. Das wird, glaube ich, bis auch noch außer Reichweite. Ich glaube, es wird schneller gehen, wenn ich jetzt hier einfach sterben würde. Um dann da wieder hinzulaufen. Ja, 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 doch. Also das ist halt echt. Die könnten mir ruhig auch mal helfen. Naja, kümmern wir uns erstmal da hinten um die Raupen. Mein Gott, ist das nervtötend. Ich mach jetzt hier die Dinger kaputt, was soll's. So. Einfach alle so ein bisschen anzünden. Dann sollte das erstmal passen. Was war denn nochmal 4? 4 war, glaube ich, immobilisieren, ne? Die Blindheit. Super. Ich blende mal die Klaue. Ich fange gerade erst
Also der Bogen ist echt super, um gerade so mehrere Gegner... Also für AOE. Mehrere Gegner auf einmal zu erledigen. Da sollte ich vielleicht nicht so nah dran stehen. Gut, aber das ist jetzt sowieso gleich schon Geschichte. Was fängt der Blödsinn hier wieder an? Tyria retten kann. Hoffnung auf die Zukunft. Hoffnung für all. Ohne euch hätten wir diese Schlacht nicht gewonnen. Ich danke euch. Ruht euch jetzt etwas aus. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ihr könntet mir sicher noch etwas beibringen, Ricke. Nicht alle durcheinander. Der Seuchenbringer ist besiegt. Ja, aber was jetzt? Schmieden wir wirklich ein Bündnis? Hallo, Fremder. Der Orden der Gerüchte hätte niemals geglaubt, den Tag zu erleben, an dem einer der größten Schergen Seitans fallen würde. Das ist euer Verdienst, Wildfremd. Gemeinsam werden wir noch mehr erreichen. Welche Technik habt ihr da hinten angewendet? Es gibt eine Stelle unter der Brust. Die ist euch neu? Nicht mehr. Sehr gut. Ihr wisst, dass der Pakt nur eine Chance von 1 zu 3720 hat, oder? Ich bin praxisorientiert. Ohne die Führung eures Geistes und Traherns Kriegskunst wären wir sicher gescheitert. Ich freue mich auf weitere glanzvolle Siege und Entdeckung. Es war mir ein Vergnügen. Der Sieg ist vorerst unser. Aber Wohltätigkeit beginnt mit können einer wir den anderen Tat. Trauen? Hättet ihr mich gestern gefragt, ich hätte gesagt, dass es unmöglich wäre, den Seuchenbringer zu besiegen. Ihr habt uns gezeigt, dass es möglich ist. Forgal wäre stolz auf euch. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben. Und dann reden wir jetzt noch zum Abschluss. Mit Trahörn. Ich traue mich hier gar nicht, irgendwas zu sagen, weil dann irgendwer hier wieder losredet. Dies ist ein bedeutsamer Tag. Das Blatt der Geschichte hat sich gewendet, Trahörn. In der Tat. Viele Menschen zweifelten. Selbst die Orden waren nicht sicher, ob es zu schaffen sei. Noch nie zuvor war Tyria so geeint. Lasst Orr das Echo dieser Schlacht hören. Wir können die Drachen besiegen. Und wir werden es tun. Saitan erwartet uns im Zentrum Orrs, umgeben von einer Nation der Untoten. Die Vernichtungsschlacht gegen den Drachen wird nicht leicht. Aber zu gewinnen ist sie. Es gibt eine zerstörte Festung am Rande Orrs, südlich der Trümmerkluft-Hügel. Von diesen hohen Klippen kann man die Türme Orrs jenseits der Meerenge der Verwüstung sehen. Wir erobern dieses Fort und eignen es uns an. Der Pakt wird es wieder aufbauen. Wir pflanzen unsere Banner auf und stoßen von dort zum Herz des Drachen vor. Ich werde Pläne mit den Anführern der Orden schmieden und Truppen an diesem Ort sammeln. Ihr habt euch etwas Erholung verdient. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Dann finden wir gemeinsam einen Weg, Saitan zu vernichten. Bevor ihr uns verlasst, sollten wir uns noch besprechen, Wildfremd. Habt ihr noch mehr Fragen? Dieser neue Pakt, wie wird der funktionieren? Ich habe mich in einer kurzen Unterredung mit den Ordensführern darauf verständigt, dass jeder einen persönlichen Anführer für seine Truppen in Orr ernennen würde, der mir Rapport erstattet.
wissen wir, wer diese Anführer sein werden. Für den Orden der Gerüchte, Dorn Velasquez. Velasquez, ja. Für die Abtei Domant, Vinet Blontar. Kriegsmeisterin Efrut wird die Truppen der Wachsamen befehligen. Soll ich mich bei Efrut melden, da ich den Wachsamen diene? Nein, euer Platz ist an meiner Seite als stellvertretender Kommandeur des Pakts. Ich brauche euch, um alle drei Orden zusammenzuhalten. Ich fühle mich geehrt. Was sollte ich sonst noch wissen? Ich kenne eine Festungsruine an der Küste von Orr. Es würde einigen Aufwand bedeuten, sie wieder einsatzfähig zu machen, aber von dort aus könnten wir direkt das Herz der Truppen Seitans angreifen. Sie braucht einen Namen, um den Kampfesmut ihrer zukünftigen Garnison zu beflügeln. Irgendwelche Vorschläge? Ich war so beschäftigt damit, mich auf die Klaueninsel vorzubereiten. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Habt ihr einen Vorschlag? Wir sind drei Gruppen zu einer vereint. Wie wäre es mit Fort der Dreifaltigkeit? Ja. Perfekt. Ich muss nun Vorräte beschaffen und den Marsch der Truppen nach Süden zur Küste von Orr in die Wege leiten. Wir treffen uns dort. Viel Glück. Wir sehen uns bald. Tada, dann hätten wir das auch abgeschlossen. Wunderbar. Das gibt auch wieder jede Menge Zeug hier. Nette Sache. Und dann sind wir auch schon fast Level 73. Gut, dann machen wir nächstes Mal mit der Story weiter. Wobei, ist jetzt Stufe 70. Vielleicht mache ich erst noch mal so ein paar Level im Funkenschwärmersumpf. Das wäre dann auch erstmal wieder was anderes. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.